Tritra. Trulala. Ja, der erste Beleuchtungstest war eigentlich vielversprechend. Da würde ich jetzt gleich mal hier weitermachen. Ich hätte vielleicht das auch noch vorziehen müssen, weil jetzt habe ich mich in meinem Mittagsessen da in meinem Buffet-Rausch irgendwie so sediert, dass ich mich ja nicht mehr so richtig aufregen kann. Aber es muss auf jeden Fall mal angemerkt werden, dass eigentlich, also ich seit 20 Jahren E-Mails schreibe und so eine Scheiße also noch nicht mal in der Frühzeit der Computertechnik erlebt habe. Ja, also dass ein E-Mail-Account nicht dazu in der Lage ist, quasi eine E-Mail zu versenden. Das wäre aus für jeden normalen E-Mail-Server oder Betreiber, für jeden GMX-Account oder sonst was. Weil wenn mir das bei GMX zweimal passiert, bin ich da weg bei GMX. So wie ich bei World Online damals weg bin oder wo auch immer ich weg bin, alle diese Dienste, die es heute eben nicht mehr gibt. Nur Google Plus kann sich das heute leisten, weil sie halt da mit YouTube verbandelt sind und halt man ja kein YouTube-Video hoch- oder runterladen kann oder bewerten kann, ohne dass man nicht Google Plus-Kunde ist. Nur deshalb können die sich das leisten. So. Bei der Art und Weise der Videos, die ich hochlade, ist mir das ja schon klar, dass ich den Besitzern von YouTube so auch dem gleichen, das sind ja dieselben, die YouTube, Google Plus auch gehören, also denen gehört ja fast alle, im Prinzip, das läuft ja alle auf eben Bank-Account nachher zusammen, der ganze Besitztum, dass ich denen auf den Sack gehe, ist mir schon klar. Und dass die mir auch eben das Leben nicht besonders leicht machen, das ist auch verständlich. Also ich meine, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die mir einen roten Teppich ausrollen oder so. Aber dass da immer wieder Pappnasen irgendwie mir in die Kommentare denn einreden wollen, ja, das ist das Internet, dass das nicht geht, das ist nur irgendwie ein Vernetzungsproblem oder irgendwie ein sonstiges Problem. Schwachsinn! Absoluter Schwachsinn! Ich, wie gesagt, maile ja schon 3 bis 5 Jahre hin und her und da kommt sowas nicht vor. Da kommt sowas definitiv nicht vor, auch wenn ich noch mit einem analogen Anschluss irgendwie von 1812 surfe oder meine E-Mails verschicke. Also eine E-Mail verschicken ist ja nun wohl das geringste Datenvolumen pro Sekunde, was man überhaupt sich vorstellen kann. Das ist gar nichts, ist das, ja? Wenn ich hier mit 4G ein YouTube-Video, ein High Definition von der GoPro, ja, also das ist nicht irgendwie jetzt ein Poplay-Datenformat, das ist richtig ein Pfund, was darin geht. Ja, das kann ich hochladen mit meinem Speed und ich kann gleichzeitig noch Musik hören, Radio zum Beispiel oder eben irgendwelche anderen YouTube-Videos. Das geht alles gleichzeitig. Aber so eine E-Mail versenden, das geht denn manchmal nicht. Ganz speziell sind da ja eben gewisse Personen betroffen. Oder eben auch gewisse Videos. Bei anderen Videos ist das überhaupt kein Problem. Bei normalen Personen ist das auch überhaupt kein Problem. Aber bei gewissen kritischen Kommentaren, Personen, Videos, da weiß ich beim Schreiben schon vorher, da kommt jetzt, das wird erstmal schick den vor und dann kommt wieder ein Ding, da wusste ich beim Schreiben schon. Der wird wohl nicht gepostet werden können. Da wird wieder einer was dagegen haben, dass ich das poste und weil ich natürlich was dagegen habe, dass das denn unterdrückt wird, mache ich da ein Video draus, damit denn trotzdem alle das lesen können. Ist ja klar, wa? Also ich wollte mich nur mal verwehren und mir verbitten, dass da weiterhin irgendwelche Leute meinen, das wäre ein ganz normales technisches Problem. Ist es nicht. Wenn das noch ein technisches Problem heute ist, dann haben wir als Menschheit schon verloren. Dann haben wir als Menschheit schon verloren, wenn heutzutage Google Plus noch nicht mal mehr in der Lage ist, E-Mails zu verschicken. Ich lache mich kaputt. Wer mir das einreden will, den haben sie aber wirklich mit einem Klammerbeutel gepudert. Oder der setzt sich den Hut mit einem Hammer auf, wie mein Vater immer gesagt hat. Ihr könnt mir ja erzählen, was ihr wollt. Ich lese aber auch denn nur, was ich noch will. Okay, verbleiben wir mal in diesem Sinne. Peace und Licht muss aber jetzt richtig gut gewesen sein. War nicht teuer, aber hell.